Hey Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Es ist wieder Weekend League Highlights angesagt, es ist wieder Schwitzen angesagt. Wir wollen das 20-0 endlich packen. Diese ganze Weekend League haben wir an einem Stück gezockt, also 20 Buletten haben wir gemacht und das alles in 2,5 Stunden. Also viel Spaß beim Video und Peace. Jetzt geht's ab. 20 Buletten am Stück. Richtig interessanter Fußball. Erstes Spiel heute also in den Champions Finals. Jetzt Chance für Erling Haaland. Und er geht raus. Ja, und wir gehen. Und wir machen so weiter. Gutes erstes Spiel. Da mit viel Übersicht. Haaland. Und gibt's jetzt die Führung. Er macht das frühe Führung. Was für eine Chance! Das nächste Tor! Ja, mach mir die Kurzhecke auf! Steuer deinen Keeper, Junge! Mach weiter so! Nun Ronaldo. James. Sie bringen den hohen Ball. Luka Modric. Erling Haaland! Bisschen Macher, Ben! Cristiano Ronaldo. Den muss Cristiano Ronaldo machen! Sensationelles Tor! Was für Roma gefragt! Das macht er gut. Genau hinschauen jetzt. Geh mal raus, Junge, geh mal raus. Ist Wolf Fuß und neben mir ist der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Wir übertragen für Sie heute eine Begegnung aus den Champions Finals. Und das ist eine Partie, die schon im Vorfeld für viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Die Riesenchance. Haaland mit rechts, Chat. Wie drei Sterne schwacher Fuß. Synergischer Einsatz. Mohamed Salah. Son, der ist drin. Es steht unentschieden. Das war zu wenig. Modric. Die Chance für Haaland. Ja, jetzt sind. De Bruyne ist niemals so schnell. Komm auf den zweiten. Tolles Tor. Genau so. Genau so, nicht anders, Chat. Wo ist ein Skiller? Ist ein Skiller-Erklärer. Freundschaftsspiel eigentlich gar nicht. Die geben immer Vollgas. Schaut zu schauen, Chat. Cristiano Ronaldo, Riesenchance. Habt ihr das gesehen? Ich weiß, dass er vorher dahin spielt. Ich weiß es. Ich gehe dahin mit Modric. Ich kann nichts machen. Rutscht den Ball nicht. Kann jetzt über den Flügel kommen. Zieht mit dem Ball nach hinten. Ein unglaubliches Tor! Was für ein... Gott, das war natürlich schwach gelöst. Haaland. Haaland! Das ist der Anschlusstreffer. Er ist noch... Der macht heute schon sein 100. Spiel für den Verein. Also ich kann mir kaum noch bei einer anderen Mannschaft vorstellen. Das passt einfach perfekt. Schiedsrichter lässt laufen. Vorteil. Vielleicht können sie das jetzt nutzen. Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Nein, Schatz, nicht heute. Ich weiß, du willst auf meinen Schoß. Ich weiß, ich weiß. Schöne Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Sie bringen den hohen Ball. Steil gespielt, gute Idee. Ja! Boah, das hat Green Light ist super, macht der Bruder. Er hat Krischen. Oh, weiter mit dem Ball, tolle Szene. Den muss Cristiano Ronaldo machen. Ja, jetzt sind sie. Weil ich ein Macher bin. Dieser kurzen Entfernung. Ball wird kurz gespielt. Hereingabe jetzt. Tor, da ist es. Und jetzt sind sie mit zwei. Weil ich ihn sehe, Chat. Sandro Tonali. Viel mit Auge. Jetzt wird's gefährlich. Da macht er ihn ran. Guck mal, er wollte rausgehen. Jetzt ist er nochmal rangekommen. Ich kann nicht mehr, Digga. Das war's für heute. Die Gäste holen sich hier den Sieg. Mit dem Ballverlust. Cristiano Ronaldo.
könnte die Führung werden. Das erwarte ich mir von Lewis James. Genau das erwarte ich mir. Genau diese Laufwege und diese Schüsse erwarte ich mir. Krieg schon Hannah bleiben. Ja, und die Außen müssen erneuert werden. Ich brauch da Pfeile außen. So, was machen Sie draus? Klasse Aktion da! Ich brauch so einen Fall wie Muriel! Das meine ich! Muriel, sowas brauch ich! Guter Pass jetzt! Henri! Ja, vielleicht ist hier noch was. Neymar. Oh mein Gott, 19 Minuten. Unser Ball! Nochmal die Ecke! Ecke! Es ist eine Ecke, Chat! Jetzt die Ecke. Boah. So, Schlusspfiff. Sanchez im Zentrum und Marcus Rashford spielt im Sturm mit Cristiano Ronaldo. Sie bringen den hohen Ball. Er bringt sie schon früh in diese. Da zieht er ab. Erneut das Tor. Drin ist der Ball. Boden. Und die Flanke geht Richtung Ronaldo. So, kein Oder der hat 99 Kopfball, dieser Ronaldo, ja. Sind hier im Moment knapp vorne. Sie haben sich die. Oh, jetzt haben sie die Chance. Cristiano Ronaldo! Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Oh, toller Pass. Gute Aktion. Nicht so einfach hier. Er versucht den Hit. Ja, frage ich ja. Ich kann voraussehen, Chat. Geschick. Das ist ja ein taktisches Fußballspiel. Es ist ein Spiel des Abwartens. Das ist nicht spektakulär, aber beide wissen genau, was sie hier machen. Oh, Phil Foden! 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Er kann es machen. Boah, James! Alan spielt den Ball steil. Cristiano Ronaldo, Riesenchance. Das müsste. Weil ich ein Macher bin, Chat. Cristiano Ronaldo. Das ist die Chance. Cristiano Ronaldo. Weil ich ein Macher bin, Chat. Und er geht raus, Chat. Fallen wir jetzt in den Bruch rein? Oder fallen wir nicht in den Bruch rein, Chat? Was meint ihr? Was für Bruch, Junge. Ja, Junge, wenn du bei 19-0 verlierst, dann könnte es ein Bruch werden. Reißen bei diesen Gegnern, bei dieser Konkurrenz, aber sie machen es immer wieder klasse. Mal sehen, ob die Serie auch in diesem letzten Spiel hält. Da haben sie die Chance. Das macht er stark. Tor ist leer. Jo! Oh mein Gott. Boden. Die Flanke jetzt für Cristiano Ronaldo. Er kann es machen. Oh mein Gott, alter Herr Gesangsverein, ich kann nicht mehr. Boah, ich kann nicht mehr. Wir sehen die kurze Variante. Krieg ich auf den zweiten, Haaland. Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich, was für ein Reflex. Der ist mir schon dreimal stehen. Ja, so kann man das auslegen. Geh sliden, Bruder. Geh sliden, mein Schatz. Und er geht raus. Das Dino. Das Dino. Er geht raus. Das Dino. Er ist sliden gegangen. Er geht. Oh, 20-0. 20-0. 20-0. Was ist los, Mann? 20-0, Junge. Er ist so Schlittschuhe fahren gegangen, Junge. Er ist so Schlittschuh fahren gegangen. 20-0. Ja, Junge, ja. Was zur Hölle, Junge. 20 Buletten am Stück. 20-0.
20. No. 20. No. Boah, er ist so ein Schlittschuh angegangen, Junge. 20-0 Rewards, ne? Ich will's nur mal so anmerken. 20-0 Rewards. De Frey. Wir gehen da schnell durch. Vela oder Taliafico? Einfach mal Carlos Vela. Und als drittes kommt. Schwanz kommt. Vlasic. 5 Sterne, schwacher Fuß. Moreno. Moreno ist ein stabiler Außenverteidiger. Werde ich trotzdem niemals spielen. Ich habe die Team of the Week Packs behalte ich. 225.000er und 51.000er. Boah, ich hätte meine Freundin ziehen lassen sollen. Thiago Silva. Was kostet Thiago Silva? 125.000er Pack. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Peter Crouch. Oh. Was ist der wert? Nix. Foot Hero. 25.000. Einfach Peter Crouch, Info und Navas und De Gea und Parejo und Varane. Wow. Das war ein schmackhaftes Pack. Das war ein schmackhaftes Pack. Das Dino. Junge, was war das für... Er zieht ein Hero. Junge, was war das für ein Pack? Ja, Mann, ich schwöre, das war ein geiles Pack. Jetzt noch das letzte. Italien, da weiß man schon. Boah. Überlegen, was ist von so einem Pack zu so einem Pack? Boah, das ist Kelleck. Wow. Hiermit verabschiede ich mich von den 20 Buletten vom 20-0. Ich kann jetzt in Ruhe schlafen gehen. Boah, geil, ehrlich. Ich habe heute gegen meinen alten Verein gespielt. Was war das heute für ein Tag? Ich habe heute gegen meinen alten Verein gespielt. Hab 2 Tore geschossen. Wir haben 3-2 gewonnen. Meine Freundin war zugucken. Mein Bruder war zugucken. Und jetzt habe ich 20 Buletten am Stück. Weekend League. 20-0 geholt. Ich werde heute schlafen wie ein Baby. Yes, Leute. Wir haben endlich das 20-0 gepackt. Und das alles an einem Stück. Ich war so erleichtert. Das war so ein geiler Tag. Wie ich schon gesagt habe, auch im Video. Dieser Tag war unbeschreiblich. Ich habe gegen meinen alten Verein gespielt, habe 2 Tore geschossen. Meine Freundin war da, mein Bruder hat zugeguckt. Danach habe ich 20 Buletten in 2,5 Stunden gemacht und ein 20-0 geholt. Also wenn das nicht geil war, das Einzige, was mich immer abfuckt, sind diese Rewards. Also die Rewards, EA, ihr müsst da ehrlich was ändern, weil das ist echt belastend. Die 3 Packs, die 3er Packs habe ich mir natürlich auch bewahrt, weil nur Mané würde ich eh nicht ziehen. Und darauf warte ich, wenn, weiß ich nicht, Mbappé, Neymar oder so im Team of the Week ist. Oder Krisch vielleicht irgendwann mal, wenn er mal wieder spielt. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Unterstützt mich gerne, lasst ein Like, lasst ein Abo, lasst einen netten Kommentar da. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Peace.